Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Irgendwelche psychiatrischen Dinge, würde ich sagen. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, ich... Da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug... Das ist keine Entschuldigung. Okay. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Stimmt. Ich liebe es. Okay. Ein stromlinienförmiger Stift. Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Natürlich klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Mit allem redet sie einfach so, ne? Ohne irgendwie noch was dazu zu sagen. Nur mit dem Stift nicht. Und mit dem Ofen nicht. Oh. Ja, okay, ich könnte den benutzen, aber nein. Moment, erstmal gehe ich dahin. Was haben wir hier alles? Wir haben hier nur den Kamin, Foto, Lexikon und Artikel. Und die Tür halt natürlich. Okay, Kamin ansehen. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Jo. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Hm. Ja, Havok, das stimmt wohl. Oh. Ja, ich weiß. Es sieht aus wie ein Plastikkamin mit Elektrofeuer. Aber er ist wirklich aus Stein und fest in der Wand eingebaut. Ja, egal. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Pussybär. Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen an den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Okay. Ansehen? Kann ich nicht? Reden mit Artikel? Achso, das geht gar nichts. Okay. Dass er sich den aufgehangen hat, Alter. What? Mit Lügnern rede ich nicht. Okay. Dieses infame Lügengewirr kommt nicht in mein Inventar. Achso, okay. Nein, reden mit... Du bist ziemlich Foto. Hässlich mit deinem Gegrinse. Na und? Ich habe Bonbons bekommen. Und ein Fahrrad. Und einen Drachen. Und einen echten Piratenhut. Ach, sei doch still. Okay. Ich möchte das Foto nicht mitschleppen. Ob ich es wohl einfach runterschmeißen kann? Edna, das gehört dir doch nicht. Das Motiv ist äußerst störend. So ein Mist. Das ist festgeklebt. Oh. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Hallo, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Klugscheißer. Ja, ich kann's mitnehmen. Oh, wie cool. Ich kann einfach jedes Wort jetzt nachschlagen. Oh, wie... Okay. Gut, dann erstmal... Kaputtes Stuhlbein, das. Kaputtes Stuhlbeins, Plural, kaputte Stuhlbeine. Defekter Sitzmöbelfuß. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Oh.
Poloschläger, der Poloschlägers, Plural Poloschläger. Pferdesportutensil. Da fehlt ein Eintrag unter E wie Ätna. Ich schreib mal selber was. Ätna, die Ätnas, Plural Ätnä, supercoole Erdenbewohnerin. Siehe auch Türenschreck, Bärendomtöse, Inka-Gottheit. Inka-Gottheit, alles klar, Ätna. Raste komplett aus. Ha, ich wusste es. Das Wort Fußnagel gibt es gar nicht. Was? Es muss eigentlich Zehennagel heißen. Ach so, ja gut. Es macht Sinn. Okay, dann erstmal Stuhlbein. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Was? Und was ist mit Erinnerung zur besseren Durchlüftung perforieren? Nein. Oh. Das ist inzwischen eigentlich tatsächlich ziemlich nutzlos. Aber nicht... Nein! Ich war was? Ich war noch nicht fertig mit allem. Oh. Den will ich nicht verbrennen. Ja, Mann. Könnte noch nützlich werden. Was ist jetzt uncool? Ich wollte ihn noch mit allem benutzen. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerung. Und was? Nein. Warte. Nein. Und was ist mit Erinnerung eine kleine Delle verpassen? Nein. Schade. Nein. Es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Ja, okay, das ist ein Argument. Dann jetzt noch den Kugelschreiber. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Warum nicht? Finde ich okay. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Nein, es ist zwar alles, aber... Kamin. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Okay. Dann können wir noch, Der ist geleimt, nicht geschraubt. Okay. Das geht nur einmal, schade. Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Okay, wir können auch den Zehennagel damit übrigens benutzen, stimmt? Das würde sicher lustig knistern. Leider ist das Feuer aus. Manno. Nein, niemand hat... Und was ist mit Erinnerung durch geschickten Einsatz verhornter Haut in Einzelteile zerschrauben? Nein. Alles klar, auf was die für Ideen kommen. Es ist zwar alles, aber immerhin ist es ein Hinweis. Ja, okay. Dann jetzt erstmal mit Schublade. Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Ja, wie wär's denn vielleicht mit dem Stuhlbein? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Geht das mit dem Fußnagel? Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Ja, so hast du das... Geht das wieder rauszunehmen? Ja. Wäre er aus Plastik und ich hätte vor, in meine Zelle zurückzugehen, ja, dann würde solch schöner Kamin meine Zelle zieren können. Schade, ich kann die Sachen auch nicht wieder mitnehmen, aber das ist so... Boah. Das Glas lässt sich nicht abschrauben. Schade. Ich hätte gerne... Was meinst du, Harvey? Hat der Doktor sein Diplom beim Polospielen gewonnen? Auf jeden Fall. Und er hat geschummelt. Ich hätte gerne das Stuhlbein da mit benutzt, so mit dem, mit der Schublade, aber das, ja, ist jetzt doof gelaufen. Darauf hat schon wer unterschrieben. Egal! Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Der Doktor ist offenbar ein Polo-Profi. Was du nicht sagst, sonst hätte er keinen Poloschläger. Mist, der Stift hält nicht auf dem Glas. Nagel? Nein, das Pokalschränkchen lässt sich nicht aufschrauben. Okay. Ups, die Seite fehlt. What? Okay, Moment, das... Lexikon hatten wir mit allem benutzt, ne? Ja. Der Poloschläger ist geleimt, nicht geschraubt. Ja, egal.
Ich sollte sie nummerieren. Ich habe den Eindruck, schon viel mehr Nägel verschnipst zu haben, als ich Zähne habe. Das könnte sein. Ich markiere den Schläger lieber. Dieser Poloschläger ist Eigentum von Edna Konrad. Gut nachgedacht. Jetzt wird es im Poloclub nie wieder zu Verwechslungen kommen. Genau. Okay, dann nochmal alles mit dem Schrank benutzen. Der ist nicht geschraubt. Der ist gefaltet und geklebt. Na Moment, erstmal müssen wir ihn aufmachen, ne? So. Jetzt vielleicht? Der ist nicht geschraubt. Okay, nein. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Warum nicht? Ein Smiley. Immerhin. Ey. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. So viel Interaktion. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Alter. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Du bist hier gleich eh nicht mehr. Mist. Was? Das Fenster hat keine Schrauben. Ich sollte diesen Stuhl fußnageln. Tu es nicht. Dein Fußnagel hat Besseres verdient. Ich mache eine Ausnahme. Brauche 9, immerhin. Ich brauche immer einen Fußnagel, vorsichtshalber. Hm, das ist mal ein massiver Stuhl. Aua, hab ich mich gerade erschrocken. Reserviert für Eddie Confetti. Okay. Thron, der. Sitzfleischablage für Führungspersönlichkeiten. Okay, Harvey. Guck mal, Harvey. Dr. Marcells Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey. Boah, diese Vorstellung, ey. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Igitt. Ich mag keine Schränke. Edna zufälligerweise auch nicht. Harvey passt in keine Schublade. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, Lexikon, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Wahrscheinlich das Lexikon. Guck mal, Harvey, der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Ja, wahrscheinlich. Glaube ich auch. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Harvey sollte dazu was sagen, Mensch. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Nett. Sieh mal, Harvey. Ja? Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Okay. Das klingt nach einem guten Plan. Hatte ich nicht noch was? Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas.
Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Oh. Brauche ich nicht. Harvey ist der Einzige, der immer offen ist. Ach so. Mag ich habe den Arsch, Touché. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Das hatten wir schon. Alles klar. Okay, ansehen. 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 Tür. Hey, reden mit Tür. Huch. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her. Seit 10 Jahren, wie es aussieht. Zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich... Na? Ich will natürlich hier alles einmal durchklicken. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Ha, niemals! Willst du... Na? Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Ha! Niemals! Willst du nicht... Na? Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht? Na? Ah, okay. Was geht dich einen feuchten Fuzzi an? Es ist mir auch egal. Hauptsache, du kommst endlich, damit ich dich zurück in deine Zelle sperren kann. Ha! Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ja. ist? Kommst du jetzt? Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Okay. Reden mit... Ah ne, erstmal ansehen. Das ist ein Schrank. Ach nein, warte. Es ist Hulgur, der Assistent von Dr. Marcel. Er ist zwar kompakt, aber nicht unbedingt transportabel. Schade. Hey, Hulgur. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert. Ich hab Zeit. Hast du nicht noch andere Patienten, um die du dich kümmern musst? Hey, Hulgur. Du? Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Okay, dann nicht, ey. Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war. Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Ha! Niemals!
Nein, ich habe gerade aus dem Spiel... Oh, ich habe aus dem Spiel geklickt. Dein Ernte. Ah. Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.